Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. So, in der letzten Runde, in der letzten Folge, sind wir hier im Kräuterkundeunterricht vorangekommen und jetzt müssen wir alles putt machen. Oh, der Boden ist böse. So, ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil die ist ja schon etwas gewöhnungsbedürftig. So, da haben wir eine... Incendio! So, stirb! Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Wow, ich wollte gerade sagen, wo springst du denn lang, Harry? So, warte. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Gehen wir einfach mal hier hoch. Aha, wir sollen da jetzt drüber springen. Liebt gerne. Ich frag mich gerade nur, hier ist doch hundertprozentig irgendwo ein Stern, oder? Ich frag mich gerade, wo der ist. Oh, das erste Mal in meinem Leben gab es kein... Da unten ist der Stern, ups. Gab es keine Zwischensequenz. Ach so, und... Das ist jetzt unser... Oh mein Gott! Ja, spring mal! Nein, ich will aber noch nicht. Nein, ich wette, da war noch eine Karte oder sowas. Scheiße, nein! Scheiße. Geh weg. Und du? Und du? Und du! Oh mein Gott, oh, hört auf rumzustören. Die sind so kacke. Diese Teile ohne Mist. Oh, ist das so laut, da kommt es mir nur so vor. Wartet mal kurz. Ich mache einfach mal ein bisschen leiser. Musiklautstärke, Soundlautstärke, so. Runter. Musik kann so bleiben. So. Dann machen wir mal da weiter Putte. Und das war's. Sehr schön, dann haben wir eine Kiste. Bitte, 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 bitte lass eine Bildkarte drin sein. Naja, wenigstens ist es mal eine angemessene Ladung an Bohnen. Sonst sind sie immer nur so 3 Stück oder so. Oh, guck mal, so klein und niedlich. So klein und niedlich. So, hier können wir nichts machen, ne? Ne. Okay. Da können wir auch nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Raum, ne? Ui. Das sieht nach Rätsel aus. Erstmal den Topf umwerfen. Bam. Siehst du, 2 Bohnen. Unglaublich. Wie viele sind da drin? 3. Das ist so eine magere Ausbeute. Ohne Mist. Was ist das? Verstehe das nicht. So, müssen wir die jetzt da so voll schwer da drauf heben. Das ist bestimmt voll die schwere Aufgabe und so. Bumm. Oh, kann ich mich verarschen? So, bleib mal da drauf hier. Oh, wie das blitzt gerade hier. Ich glaube, da habe ich einen Grafikfehler oder so. So, einmal weiter. Und bopp. Und schon haben wir hier eine Scheiß... Nein. Ich habe gerade irgendwas falsch gemacht. So. Aha. Die Wassereffekte sind echt genial. Unnötiger Nebeneffekt. Oh yeah, jetzt werden sie gegossen. Und da haben wir einen Stern. Sehr schön. Ja, dann gießt euch mal schön. Dann gießt euch mal schön. So, wir gehen jetzt hier mit dem Stern weiter und... Haben wir die Aufgabe bestanden? Nö, aber wir haben eine Truhe. Oh, schöne Musik. Okay, ich hoffe mir zu singen. Dann hier. Und hier. Das war jetzt... Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt.
Ohne Scheiß. Oh. Ey, das Spiel, ey. Ohne Mist. Da geht's weiter. Oh mein Gott. Geh mal kaputt. Aua. Ich hab's doch gar nicht berührt. Oho, da ist das Abgang. Für was? Für was hat man denn bitte so schön so eine Riesenpflanze? Ich mein, okay, das sind. Okay, ja, okay. Ich weiß, dass man da. Das ist ja eine ganz normale Pflanze, aus der man dann irgendwie Halbblätter und so bekommen kann. Ich nehme alles zurück. War's das? Ich wollte gerade sagen, was sind das für Geräusche? So, da ist hundertprozentig was hinter. Bam! Like a boss. So. Geht mal kaputt hier, ihr Dinger. So. Also ich wollte gerade sagen, ist irgendwas aufgegangen, aber es ist was zugegangen. So. Dann haben wir das. 4 Bohnen, das ist ja schon mal was besser. Für was muss ich das jetzt hier verschieben? Ah. Gecheckt. Oh. Unnötiger Zwischeneffekt. Und daneben. Wie nennt man das? Zwischensequenz. Nicht Zwischeneffekt. Zwischensequenz. So. Dann haben wir das. Aber wir müssen noch diese unglaublich gut versteckten Kisten plündern. Mit diesen unglaublich tollen Bohnen. Da ist nix. Hm. Habe ich die da hinten schon? Ja, die habe ich, ne? Ja, die habe ich. Okay. Dann geht's weiter. Wulip. Oh. Das sieht gruselig aus. Oh mein Gott, das ist gruselig, Mama. Die muss ich gar nicht kaputt machen. Die komme ich auch ganz gut alleine durch. So, geh mal da hoch. Geh mal da hoch. Geh mal da hoch. So. Kletter doch schneller hier. Hä? Okay, du bist ein kleiner Junge, da verzeih ich es dir noch. Kann ich da nicht hoch? Nee. Hui. So. Dann holen wir das. Dann machen wir mal das. So, jetzt ist jetzt die Zwischensequenz ein bisschen sinnvoller, weil man es nicht direkt sieht, ne? So, und da oben ist ein Stern. So gut versteckt. Das glaube ich gar nicht. Bitte lass eine Bildkarte drin sein. Komm schon, komm schon. Nein! So, 7 Sterne. Ich weiß gar nicht, wie viele man immer kriegen kann. Ich glaube, es waren 8, oder? Beim letzten Mal haben wir 8 bekommen, ne? Ich bin mir nicht sicher. So, machen wir die mal kaputt, weil die ist gruselig. Wenn ich sie treffen würde. Ah, dann laufen wir einfach so. Aua! Habe ich mich gerade erschreckt hier. Plopp. Gut. Nächstes Speicherbuch und da geht's schon weiter im Irrgarten. Oh Gott. Also das war jetzt, glaube ich, bis jetzt die einfachste Aufgabe. Oder kommt es mir nur so vor? Oder, warte, die Aufgaben davor, die waren eigentlich alle einfach. Wieso machst du die eigentlich alle kaputt? Die muss ich gar nicht kaputt machen. So, damit geht jetzt wahrscheinlich die Tür auf. Ja. Ohne eine Zwischensequenz. Ich bin entzückt. Hallo? So, was bringt uns das hier? Ach, können wir jetzt... Das ist cool. Ah, guck mal. Das ist cool. Aua! Aua, aua, Mami, Mami. Jetzt habe ich mir Aua gemacht. Müssen wir nochmal gehen. Ja, das war nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Ich habe gedacht, das wäre jetzt voll einfach mit den Rüberspringen, aber dann springe ich natürlich irgendwie dumm. Wie hat man es denn sonst von mir zu erwarten? So, da ist aber jetzt eine Karte drin. Da ist jetzt eine Bildkarte drin. Ich sehe es schon kommen. Yeah! Boom! Also, falls wir am Ende dann alle Bildkarten haben, werde ich die dann nochmal vorlesen. So die ganzen Sachen, die da stehen, falls es euch interessiert.
Und wenn es euch nicht interessiert, werde ich es trotzdem machen, weil es mich interessiert. So, haben wir es? 8 Sterne? Jetzt müsste es ja vorbei sein, ne? Hui. Hui, das sieht hübsch aus. Blopp. Und da kommt das gut animierte Wasser. Das voll sinnvoll ist, dass es so reinfließt, aber... Na gut! Und was ist das? Aha. Und das nächste Wasser und... Dann fließt hier Wasser. Und jetzt wird ein Springbrunnen raus. Hätten wir so... Yeah! Das ist stylisch. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Komm. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Ich glaube nicht, dass hier nichts versteckt ist. Hier muss was versteckt sein. Dann nicht. Dann halt nicht. So, wir sind durch. Yeah. Glückwunsch, Harry. Danke. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ja, klar doch. So, dann haben wir die Aufgabe fertig und schnapp ich mir heute wieder einen 20-Minuten-Part. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller bei Harry Potter. Und das Hagrid. Hagrid. Der hackt immer. Das Gehackte. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Klar doch. Muss was mit dir besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Nein, nicht schon wieder Flugunterricht. Der redet so ein bisschen wie Segri von Cloud Atlas. Falls euch das was sagt. Oder Segri, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Falls es euch was sagt. Falls nicht, dann nicht. So, hier sind Böhnchen. Bohne. 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 Und noch mehr Böhnchen. So, wahrscheinlich wird der Typ mich dann gleich anquatschen. Sieht das aus, als würde er mich anquatschen, oder? Ja, der wird mich anquatschen. Ja, der wird mich anquatschen. So. Wenn es hier zum Flugunterricht geht, ich nehme es jetzt einfach mal stark an. Aber da ist ein Schnatz drüber. Das muss der Flugunterricht sein. So, guten Tag, Slytherin. Den Weg zum Flugunterricht, Potter. Komm bloß nicht zu spät. Ich bin ja schon da. Ist der nicht hier? Oder, ach nee, das geht ja zum Quidditch-Feld, ne? Wo ist denn dann der Flugunterricht? Karte? Gibt's hier keine Karte? Es gibt keine Karte? Beim zweiten und dritten Teil und allen anderen Teilen gab's da immer Karten, oder? Hm. So ging's hier. Hier ging's zum Flugunterricht. Ah. Da kommt Level. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Was ist los? Bitte hilf mir! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Nö. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinner mich zurückgebe. Boah, was? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Oh mein Gott, das ist so evil hier. Du bist voll der Gangster. Boah, du bist so der Gangster, Malfoy. Das glaube ich gar nicht hier. Krass, 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 krass. Gib mir Neville's Erinner mich zurück, Malfoy. Du willst das Erinner mich zurück? Oh Gott, ich weiß das hier. Diese Aufgabe, die kann ich nicht. Oh Gott. Na, klatschern? Wie kann man nochmal beschleunigen? Einen Augenblick. Optionen. Beschleunigen mit E, was? Niau. Ich ramme dich zu Tode. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Niau. Hier, ich bashe dich weg. Achtung. Drücke die Sprungtaste, um Malfoy zu rammen. Ui. Ui, hab ich ihn jetzt weg... Oh, das war jetzt irgendwie einfach. Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Potter. Oh mein Gott! Wirst du noch bezahlen. Okay. Nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Ja, weil du dich an alles erinnern kannst. Oh, wie das aussah. Und das rote Ding. Oh, armer Neville. Was
hast meine Hinder mich zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Yeah. Komm her, Trevor. Komm zurück. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob du deine Kröte wiederfinden kannst. Warum jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor zur Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Oh mein Gott, da musst du ganz schnell dahin schleichen. Oh, siehst du, scheiße. Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst. Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Okay. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Mhm. Wir sehen uns dann später. Ja, dann geh mal. Sehr schön. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Was habe ich denn jetzt zu tun? Hier hinten nach Kräuterkunde? Dings? Hä, wohin gehe ich denn gerade? Hagrids Hütte? Was? Ach, ich soll jetzt zu Hagrid gehen. Ich erinnere mich. So. Oh, das Wasser ist schön. Da würde ich gerne mal reinspringen. Sterbe ich dann, wenn ich da reinspringe? Höchstwahrscheinlich, ne? Weil wir nicht schwimmen können. Los, renn. Renn, wie du noch nie zuvor gerannt bist. Oh, ich wollte gerade sagen, hier, scheiße, ich fall, aber das war ja gar nicht so. So. Hier. Weg mit dir. Oh, da oben ist ein... Kann ich da nicht hoch? Eine Kiste. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin, Mama? Ah, okay. Wir müssen hier drauf. Und dann erstmal machen wir mal diese Dinger kaputt. Incendio. Incendio. Aua. Aua, hat es mich einfach runtergeschubst. Was ist das denn für ein Pöbel? Willst du mich verarschen? So. So, dann das. Und... Oh ja. Meine Fresse, dann tut dir halt weh. Und... Bildkarte. Scheiße. Wie viele Bildkarten haben wir eigentlich bis jetzt? 11 von 25. Ah. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Huak! So. Wetten wir, es fliegt jetzt alles auf den Boden. Ach, wie unerwartet. Hui. Ach, da können wir jetzt alles wieder... Uiuiui, das habe ich gar nicht gesehen. Da ist jetzt eine Bildkarte drin. Komm. Nicht verarschen. Oh, ist es hier ein geheimer Gang oder bin ich gerade irgendwie? Ui. Komm, mach die Toxico putt, du. Boah, die sind richtig Speed hier. Das sind Rennschnecken. Oh mein Gott. So. Aua! Alter, ich bin schon fast tot. Dass man es überhaupt schafft, bei Harry Potter zu sterben hier. Das ist auch eine Leistung. So, kann ich da jetzt irgendwie rüber, oder? Oder sagst du nö? So, da ist jetzt eine Bildkarte drin. Das siehst du schon so an der Kiste. Die sieht schon so geil aus. Da muss eine Bildkarte drin sein. Siehst du, die sieht schon so edel aus. So sexy. Komm. Nein! Was? Nur ein paar gammelige Bohnen? Nein, was machst du denn da? Ich will da runter. Komm, spring. So. Was war das denn für eine... Nein. Ach, Harry. So. Gut, dann haben wir die... Upsala. 20 Minuten auch erreicht.
Ich habe aber eben noch keinen Bock aufzuhören. Wisst ihr, was ich meine? Aber 30 Minuten sind zu lang, oder? Sind die zu lang? Wollen wir 25 jetzt raus. 25, das ist doch... Das ist doch annehmbar. So. Dann gehen wir zurück. Oder wir hören doch jetzt auf, tut mir leid. Okay, dann würde ich sagen... Na, eigentlich müssen wir noch ein Speicherbuch erstmal finden, ne? Ach ja, dann suchen wir erst ein Speicherbuch. Und dann hören wir auf. Dann wird es jetzt ein bisschen überziehen oder es wird ein bisschen länger, aber ich hoffe, dass das wird euch nicht stören. Weil ich meine, wenn ihr euch das anguckt, wollt ihr ja eh nicht, dass es... Dann würde es euch ja eh nicht stören, wahrscheinlich, wenn es länger wird. Und wenn doch, dann doch. So, da sind wieder die speedigen Schnecken, aber die sind nicht so speedig wie die unten, ne? Die sehen aber ganz cool aus eigentlich, so. Oh, was für ein Geräusch. Wie heißen die nochmal, die Schnecken? Ein Frosch, das ist sehr gut. Und da haben wir auch schon... Ist da eine Doxy? Da sind Doxys. Als würde ich die nicht sehen. Dann haben wir auch schon das Speicherbuch. So. Dann würde ich sagen, war das für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht bei einem neuen Let's Play, Zwinker, Zwinker, weil ich wollte was Neues anfangen. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss.